Ordinalskala, Verhältnisskala, Nominalskala, Skalen sind überall in unserem Alltag. Ob bei der Temperaturmessung oder im Statistikunterricht in der Schule oder in der Uni. Aber was um Gottes Willen ist eine WEP-Skala? Das können uns Daniel, Maxima und Lara am besten erklären. Daher schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Worum geht es denn in eurem Projekt? Was ist eine WEP-Skala? Unsere WEP-Skala bezieht sich vor allem auf den Wasserverbrauch, die CO2-Emissionen und den Plastikverbrauch von den verschiedenen Lebensmitteln und allgemeinen Produkten, die vor allem beim Transport und beim Anbau von Produkten verbraucht werden. Wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man darauf, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Also uns hat eigentlich schon immer dieses Thema Nachhaltigkeit und Umwelt interessiert. Und dann hat uns unsere Chemielehrerin dieses Jahr am Anfang vom Jahr eben auf dieses Jungforsch aufmerksam gemacht und hat uns eben angeboten, dass wir da mitmachen können und sie uns dann auch unterstützen würde. Und dann haben wir uns eben mal hingesetzt und überlegt, was ist eigentlich so eine gute Idee, wie man was Gutes für die Umwelt tun kann, ohne eben viel tun zu müssen. Und kam dann eben auf die Idee, so eine Skala zu machen, weil wir einfach sowas noch nie gesehen haben. Und dann haben wir uns überlegt, was sind eigentlich für uns so die wichtigsten Punkte im Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise was könnte man auch gut für Produkte anwenden. Und dann kamen wir eben auf Wasser, weil einfach es wirklich nur eben 3% Süßwasser gibt und damit einfach sparsam umgegangen werden muss. Dann eben natürlich Plastik, weil wenn das Plastik in den Meeren kommt, ist es nicht abbaubar und dadurch landet es natürlich überall, wo es halt nicht soll. Und natürlich auch CO2. Wegen dem Treibhauseffekt und dadurch natürlich der Klimawandel angetrieben wird. Ich habe eine direkte Nachfrage dazu. Wie kann ich mir diese Skala vorstellen? Ich habe gerade kein optisches Bild dazu. Wie sieht die aus? Aufgebaut ist sie aus 3 einzelnen Balken, also jeweils einen für Wasser, einen für CO2 und einen für Plastik. Und an denen werden dann die guten grünen Werte quasi angetragen und die schlechten roten. Und am Ende der Skala steht immer noch der genaue Wert, damit man ein Bild in Zahlen hat und dass einem ein genauer Endwert zur Verfügung steht. Wie kommt ihr denn auf die einzelnen Werte? Was sind eure Referenzwerte? Wo nehmt ihr diese Werte her? Also wir hatten ja verschiedene Beispiele in unserer Arbeit genannt. Für die Arbeit haben wir verschiedene Werte aus dem Internet genommen, damit wir auch exakte Werte nehmen können. Wir haben aber auch während unserer Arbeit eben verschiedene Formeln aufgestellt, wie wir das in Zukunft berechnen möchten, auch anhand von unseren eigenen Ideen, was auch alles mit einberechnet werden soll oder eben nicht. Wofür genau steht WEP in der Abkürzung? Also WEP steht für Water Emission und Plastics, also Wasser, CO2-Emissionen und Plastikverbrauch. Und dass sich das dann eben auch die 3 einzelnen Balken sind, die sich da, aus der sich die Skala zusammensetzt. Für den Landeswettbewerb, für die Tage, die da auf euch zukommen, habt ihr ein Motto, habt ihr so ein Chaka, habt ihr sowas, wo ihr sagt, das ist das Motto unseres Projekts, das ist das Motto der WEP-Skala? Also wir wollen mit unserer WEP-Nachhaltigkeitsskala erreichen, dass wir die Problematik des Unwissens über die Nachhaltigkeit verschiedener Produkte eben in die Vergangenheit geraten lassen, damit man sich auch mehr darauf spezialisieren kann. Das war perfekt. Und meine letzte Frage jetzt an euch, wenn ihr nochmal was verändern wollt, wenn ihr jetzt wirklich, und ich drücke euch die Daumen, wenn ihr vom Landeswettbewerb Bayern in den Bundeswettbewerb einzieht, würdet ihr noch was an eurem Projekt an der WEP-Skala verändern wollen? Ja, also auf jeden Fall eben einmal diese ganzen Bewertungen vielleicht von Firmen reinnehmen, die Sachen verbessern, die vielleicht auch Firmen schreiben, die dann eben zum Schluss die Produkte halt, also die Skala auch auf ihre Produkte drücken müssten und auch die Werteeinteilung sozusagen vielleicht nochmal, weil wir da eben nur nach unserem Gefühl und unseren Einschätzungen Werte festgelegt haben. Ganz genau wissen wir aber nicht, wie das am besten ist und da bräuchte man dann vielleicht auch einfach nochmal Hilfe von Leuten, die sich da wirklich auskennen mit. Also ich drücke euch die Daumen. Ich finde, das ist ein richtig spannendes Projekt mit auch viel ökologischer Reichweite vor allen Dingen. Daher Daumen sind gedrückt. Danke, dass ihr da wart. Es war toll, dass ihr uns ein bisschen was über die WEP-Skala erzählt habt und ich habe jetzt einen besseren Einblick davon. Daher danke, dass ihr im Jugendforscht Bayern Studio dabei wart. Sehr gerne. Dankeschön. Danke, dass wir da sein durften.